Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Sterneguide für Super Mario 3D World. Heute machen wir Welt 1.5. Halte an, Manege frei. Der erste Stern befindet sich im zweiten Raum mit den Bienen, wo ihr mit den Bodenschaltern den Weg freiräumen müsst. Wenn die Tür offen ist, dürft ihr auf keinen Fall in die Transportbox, sondern ihr müsst links oder rechts davon oben auf den Kasten drauf hüpfen. Hier könnt ihr entweder von Wand zu Wand springen, bis ihr oben angekommen seid, oder ihr könnt natürlich mit der Katzenglocke hochklettern. Den zweiten Stern bekommt ihr in den Abschnitt, wo ihr auch die roten Münzen sammeln könnt. Hier befindet sich auf der linken Seite bei den Pünktchen eine lila Fragezeichenbox, in die ihr reinhüpfen könnt. Seid ihr in die Box gehüpft, so kommt ihr in einen Raum mit mehreren Boxen. Diese Boxen müsst ihr alle zerstören, bis ihr den Stern findet. Bei mir befand er sich ganz hinten links. Habt ihr die Box verlassen und seid weiter nach oben geklettert, so kommt ihr unweigerlich an den dritten Stern. Dieser befindet sich in der Mitte eines Loches, worüber sich vier Plattformen hin und her bewegen. Hier müsst ihr einfach bloß den richtigen Moment abpassen und den Stern einsammeln. Den Stempel bekommt ihr kurz vor dem Ziel. Hier müsst ihr einfach links die Plattformen erklimmen und alle Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen transferieren. Habt ihr die ganzen Fragezeichen zu einem Ausrufezeichen geändert, so senkt sich die Plattform, auf der sich der Stempel befindet, ab und ihr könnt ihn einsammeln. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Like, Kommentar und oder Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, mit Ö.